was für ein Draht. Das ist alles irgendwie. Wäre doch Quatsch, wenn du das nachher mitschicken müsstest. Stimmt. Ja, stimmt. Ja, nee. Ich hoffe, diesmal fährt der Zug auch am richtigen Gleis. Und, oh, mein Auto geht nicht. Du bist so witzig. Nicht. Liegt an der Kamera, die läuft. Oh nein. So, zückst du dein Zauberhandy, damit wir wissen, wo er lang ist. Ach so. Ich hab zwar bei mir schon eingestellt. So unter meinem Zauberhintern. Warte. Doch, hat er gespeichert. Ich weiß nicht, also um 7 Uhr ist schon dicht. Nee, jetzt ist es Viertel nach 6. Aber ich habe nur 2 CDs dran, ist zwar Hip-Hop. Hip und Hop. 2 CDs, gut. Was hatte ich denn geschrieben? Wie heißt der Ort? Am Bahnhof oder sowas. Ja, fahr erstmal los. Wo lang überhaupt? Theoretisch andere Richtung erstmal. Okay. Ist sie festgeklebt? Nö. Achso. Ich wackel vor sich hin. Mhm. Ich soll auch nicht die ganze Fahrt über aufnehmen. Ein bisschen jetzt so das Verquatschen. Ein bisschen Langeweile vertreiben. Achso, nee, doch die andere Richtung. Nein, Spaß. Ja. Mal toll, wenn du nicht Bescheid sagst, einfach drauf losfilmst. Otto. So, Heiko, Ziele diesmal wieder in Oberhausen. Amiga-Spiele. Wie letztes Mal und da war nichts, ne? Richtig. Okay. Guten Tag. Hi! Orchester-Soundtrack zu Teil 1 bis 3. Hi. What? Und das hast du auf dem Trödel gefunden? Ja, 3 Stück davon zielt. Das ist ja der Wahnsinn. Und zu SNK vs. Capcom noch einen. Hammer. Achtung, ich mach Kofferraum hinzu. Wow! Michael? Vielen Dank, Alter. Ey, wie du schon sagtest, damit rechnet man ja mal gar nicht. Nee, ich habe auch gedacht, siehst du, ich guck nicht richtig. Ne? Wow. Und ich habe die für 2 Euro das Stück mitgenommen. Da kriegst du nachher einen Kaffee. Yeah, Kaffee! Gib dir einen 50. Dankeschön, Mann. Coole Sache. Gleich kommen sie alle raus. Ich biete 1 Euro. 1 Euro, das ist gut schon. Keiner? 1 Euro. 1 Euro? Erste Nummer? Ja. Hör ich 5? Ich hab gesagt, ich hab noch was. Oh, geil. Aber dann liegt ja langweilig. Ja, gar nicht schätzen. Ja, nicht nur das, ich verlasse dir die Karte, weil du nur
bestimmt ständig. Nur sagst du immer vorher Bescheid, ne? So, Leute, ich bin wieder zu Hause und habe die ganzen Sachen, die ich hier auf der Retrobörse gekauft habe, mal hier hingestellt, ohne es zu sortieren. Ich habe jetzt gedacht, ich mache das einfach random. Ja, ich habe, würde ich sagen, ordentlich zugeschlagen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ah, das war ein Tauschpaket mit dem Maniac 79. Maniac. Da haben wir ein Master System Spiel, und zwar Basketball Nightmare, haben wir getauscht. Eigentlich nur gegen eine Sache, aber ich sehe hier, der gute Kollege hat ein paar Goodies noch dazu gepackt. So. Ja, und zwar ist das der NES 4-Score, den hat er in seinem letzten Video gezeigt gehabt. Da hat er zwei gekriegt gehabt. Und ich hatte gemeint, wenn du eins abgeben möchtest, ich habe das Ding noch nicht in OVP, ich würde das gerne nehmen. Hat er gemeint, ja okay, dann tauschen wir das gegen ein Spiel. Und dann hat er sich für das Master-System Basketball Nightmare ausgesucht und dann haben wir das einfach getauscht. Und ja, auf jeden Fall ein cooler Tausch. Danke dafür nochmal. Und ich sehe gerade, hier sind noch zwei Goodies dabei. Einmal Primal Rage für den Mega Drive. Coole Sache, ist geschenkt, habe ich aber schon, und ich sammle aber auch keine losen Module mehr. Das ist, kann der gut aber gar nicht wissen, aber trotz allem vielen Dank. Wandert mal irgendwie in so einen Gewinnspieltopf oder sowas auf jeden Fall. Und hier dann noch so einen netten Umschlag. Ja.
cool. Diese Bügelperlen-Geschichten finde ich ja ganz dufte. Da habe ich auch ein paar oben. So, das war die erste Geschichte. So, genau. Dann war da noch ein Kollege, der Onkel Psycho, glaube ich, heißt der, im Netz Maxcamp Forum. Und der hatte mal geschrieben, dass er da ganz viele Play-Demo-CDs hat. Von der Play 3, Play irgendwas Zeitschrift. Und er wird die gerne abgeben gegen Versand. Genau, das sind hier die Heftchen dazu oder die Höhlendinger, sag ich mal. Und ich hatte jetzt geschrieben, wenn das bis zur Börse keiner abnimmt, dann nehme ich das gerne ab. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das irgendwie, ich glaube, das sind geschätzt 50 Dinger oder so. Auf jeden Fall eine Riesenmenge. Da habe ich definitiv viel zu schauen, auch wenn ich wahrscheinlich nicht alle anschauen kann. Aber ja, cool. Danke dafür auch nochmal, der liebe Onkel Psycho. So, dann machen wir hier mal weiter. Ja. Eine Resident Evil 2 Figur, und zwar die William Birkin Figur. Die ist noch original verpackt, auch wenn die Verpackung nicht mehr so schön aussieht. Der Preis steht auch noch drauf. Ich habe aber gezahlt 20. Ich bin der Meinung, dass diese Figur auch lose schon weit über 30 weggeht. Und deswegen habe ich mich auch super über diesen Deal gefreut. Kommt auf jeden Fall in die Resident Evil Ecke. Und ich weiß auch, dass ich den früher hatte. Ist irgendwie abhanden gekommen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall coole Sache. So. Dann haben wir hier. Fangen wir mal mit PlayStation an. Okay. Biohazard 2, die japanische Version. Komplett. Was heißt komplett? Mit Anleitung natürlich die CDs. In einem super Zustand. Aber was ich richtig cool finde, ist, da sind auch so Sticker dabei. Und ich bin sogar der Meinung, dass ich die schon habe, weil der gute Pitendo mir die mal bei einer Börse gegeben hat, bin ich der Meinung. Kann mich auch irren. Aber was ich richtig cool fand, war der Preis. Und zwar hat mich auch gewundert, weil ich das relativ spät eigentlich eingekauft habe. Und zwar hat das Ding nur wirklich 5 Euro gekostet. Also 5 Euro für ein komplettes Biohazard 2. Also, was will man da noch sagen? Also, Hammer. Hatte ich auch noch nicht die japanische Resident Evil 2 Fassung. Dann haben wir hier ein paar PlayStation 1 Titel, die ich von meinem 3 Euro PlayStation 1 Spieleverkäufer Mann, nenne ich den jetzt mal. Da habe ich ein paar Sachen mitgenommen. Das sind jetzt eher für die Sammlung. Also spielerisch dürfte da nichts Weltbewegendes drin sein. Ich werde das jetzt auch einfach mal runterrattern, weil das doch ein paar sind. Ich habe es bestimmt gleich. So, das gehört nicht dazu. Okay. Also, was haben wir hier? Wir haben Army Man Team Assault. Die Dinger sind natürlich nicht in einem super Zustand. Was will man für 3 Euro erwarten? Also ist auch alles in Ordnung. Warzone 2100. Alles Titel, die mir noch in der Sammlung fehlen. Gubble oder Gubble sagt mir überhaupt nichts. Ja. A Bug's Life. Das war, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht, wenn ich mich recht entsinne. Golden Goal 98. Road Rage. Centipede hatte ich echt noch nicht. Ridge Racer Revolution. Power Surf. Test Drive 6. Die Test Drive Reihe war eigentlich immer ganz gut. Auch nur 3 Euro. Captain Buzz Lightyear Star Command haben wir hier. Und Yeti Sports Deluxe ist sogar noch eingeschweißt. Also, wenn ich mal eine neue Hülle brauche. Und GZSZ Volume 2. Ja, Casting-Formular. Mega aktuell mit neuen Stories aus den jüngsten, erst kürzlich im Fernsehen ausgestrahlten Folgen.
Das ist einfach, das ist ein Muss für Fans. Hat sogar zwei CDs, also ist schon der Wahnsinn. Mit Anleitung. Oh Gott, was mache ich hier nur? Okay, dann habe ich einen coolen Tauschdeal mit dem Robert gemacht. Das ist auch ein Kollege, der hat dort auch verkauft. Und zwar hatte der hier das nicht mehr so günstige Sonic Wings Special für die PS1. In einem super Zustand. Der ursprüngliche Preis, den könnt ihr hier sehen, glaube ich. Autofokus. Egal, 55 sollte es kosten. Und er meinte, du hast doch noch irgendwie da dieses N64-Gedöns da bei dir zu Hause. Das bräuchte ich. Wollen wir das nicht irgendwie kombinieren und so? Ich so, ja, okay, was stellst du dir vor? Er meinte, ja, gib mir die N64 und einen 10er. Da habe ich gemeint, ja, was hältst du davon, wenn ich dir die N64 und 15 gebe? Da habe ich erstmal so angeguckt und gedacht, ich will ihn verarschen oder so. Ich so, nee, schon okay. 15 ist okay. Ist fair. 10 hatte ich halt das Gefühl, dass es ein bisschen zu wenig war. Da habe ich gesagt, hier hast du 15. Und ich bin ein super PlayStation 1 Spiel reicher. Ist auf jeden Fall ein Shooter. Werde ich auf jeden Fall nachher noch anzocken. So. Dann habe ich. Normalerweise bin ich nicht so der große N64-Sammler, aber da konnte ich jetzt nicht Nein sagen. Vor allen Dingen, weil es mir noch gefehlt hat und es war komplett. Und zwar ist das Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Das ist dieses bockschwere Jump-Run-Verschnitt-Gedöns, was für die PlayStation mit FMV-Sequenzen ausgestattet wurde. Und ja, bei der N64 halt nicht möglich, aber... Das Ding ist komplett, ist in einem ordentlichen Zustand. Ja, gibt bessere, aber ich finde es in Ordnung. Und vor allen Dingen war der Preis in Ordnung. 35 Euro habe ich dafür gezahlt. Und ja, für den Preis geht normalerweise gerade mal das Modul weg. So für 30, 25, 30 Euro. Und ja, 35 Euro habe ich gesagt. Passt wunderbar, das nehme ich mit. So, dann geht's weiter. Was darf natürlich nicht fehlen, wenn man auf einer Retrobörse ist? Wieder eine Ladung Schutzhüllen. Das gehört sich so, glaube ich, wenn man Sammler ist, dass die Sachen da vernünftig aufbewahrt werden. Dann geht's weiter. Habe ich endlich einen... Ja, ich habe mir keinen Traum erfüllt damit, aber ich wollte es schon so lange in meiner Sammlung haben. Und ich habe es da jetzt gesehen, der Preis war in Ordnung. Wir hatten da eh so einen Tauschdeal noch am Laufen gehabt und ich habe jetzt ein paar von meinen Doppelten abgegeben plus 20 Euro und habe dann das dafür gekriegt. Und zwar eine GameCube. Warum brauche ich noch eine GameCube? Ja, denn es ist die Resident Evil 4 Edition. Und die habe ich schon ziemlich lange gesucht. Ist in einem ordentlichen Zustand, was auch wichtig ist. Da hatte auch ein Niederländer das Teil neu angeblich, ob es jetzt neu war, weiß ich nicht, aber 250 in OVP fand ich zu heftig. 250, also okay. Ja, egal, auf jeden Fall fand ich, also habe ich rechnerisch keine 30 Euro dafür gezahlt. Und das geht vollkommen auf, definitiv. Ist auch tipptopp. Wunderbar. So. Das war das. Dann geht's weiter hiermit, würde ich sagen. Und zwar ist das eine Virtual Boy. In OVP komplett. Mit allem drum und dran. Von dem guten Ronny, der nette Niederländer. War auch eine ganz lustige Geschichte. Der hatte da ein total ziemlich abgeranztes Gerät nicht, weil ich habe das Gerät nicht gesehen, aber die OVP war total ausgeblichen. Die war hier vorne komplett weiß und der Heiko meinte noch so, ey, guck mal hier, Virtual Boy und so. Ich so, ja, aber das Ding ist doch komplett ausgeblichen. Er so, ach so, ich dachte, das wäre irgendwie so eine silberne Edition oder so und ich glaube, er hat das ernst gemeint. Ich weiß es nicht, ob auf jeden Fall war das ziemlich ausgeblichen und ich meinte so, schade, das hätte ich gerne, aber nicht in der Verpackung. Und der Ronny meinte so, ja, ich habe hier noch eine.
hat er unterm Tisch rausgekramt so und da war ein Preisschild dran mit 159. Ich so, okay, nehme ich auf jeden Fall. Er so, aber. Ich so, ja, was denn? Aber da ist der Ständer wohl hinüber, meinte er. Deswegen kostet er auch nur 159. Habe ich gemeint, schade, okay, du hast ja hier noch einen. Wie wäre es, wenn wir einfach die Ständer tauschen? Und er meinte dann so, ja, aber dann kann ich dir das nicht mehr für 159 verkaufen. Das war auch gar nicht meine Absicht. Ich hätte ihm dann schon die 189 gegeben. War wohl ein kleines Missverständnis. So, ja, ist auch in Ordnung. Ich krieg's auch dann die 189, aber halt gib mir dann den vernünftigen Ständer. Und er meinte so, ja, okay, das können wir machen. Und ja, 189 für einen Virtual Boy, komplett in OVB. Warum brauche ich eigentlich noch einen Virtual Boy? Ich habe doch eigentlich einen. Tja, das Ding ist einfach, ich bin so ein OVP-Fetischist. Ohne Scheiß. Ich habe viele Konsolen hier, wo ich auch die OVPs zu habe. Ich glaube, es gab bis jetzt nur zwei oder drei Konsolen oder vier, wo ich die OVP noch nicht hatte. Und der Virtual Boy ist einer davon. Ja, der Doppelte wird dann wieder verkauft oder getauscht, je nachdem. Mal sehen. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich darüber. Habe ich schon länger in Betracht gezogen gehabt, das Ding zu holen. Jawohl, das war das. Dann, apropos OVP-Fetischist, habe ich mir noch das gute Stück hier gegönnt. Und zwar das Master System 1 in OVP. In einem recht ordentlichen Zustand. Es ist jetzt nicht tipptopp, aber das Ding ist auch, Gott weiß ich nicht wie alt, also es ist sehr alt. Dafür ist es in einem ordentlichen Zustand. Das habe ich von dem CDI, vom NextGen. Und der hat mir da einen super Preis gemacht für. Und 50 Euro sollte das Ganze kosten. Ist ein bisschen sunfaded, aber mein Gott, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Es ist, wie gesagt, mir ging es jetzt vorrangig um die OVP. Ich sehe auch, dass es schön mit dem Styropor noch alles. Alles schön, alles gut. Ich freue mich über den Deal. Und ja. Master System 1 habe ich natürlich auch schon. Da ging es auch wieder nur um die OVP. Und ja, das doppelte Teil wird dann halt wieder verkauft oder getauscht. Und ja, das war das. Ich bin jetzt sogar der Meinung, dass das mit den Einkäufen so erledigt ist. Ja, dann kam noch der Daniel. Meinte du, ich habe hier noch was für dich. Und zwar weiß ich ja, dass du alte Zeitschriften magst. Hat mir so einen kleinen Stapel Zeitschriften rausgehauen, hat gemeint, hier, nimm mit. Und ich habe mir da aber quasi nur das ausgesucht, wo ich sage, damit kann ich was anfangen. Und den Rest habe ich gesagt, kann ja jemand anders gerne haben, der das haben möchte. Da waren noch N-Zones dabei. Ich bin jetzt nicht so der Nintendo-Zeitschriften-Typ, sag ich mal. Bei mir muss es, wenn dieses Multiformat-Magazine, genau so heißen die Dinger. Und zwar haben wir hier die Fun Generation von Anno dazumal, eine Maniac und noch eine Maniac. Das waren die Zeiten, wo sie noch gut waren. Ja, die Maniac. Auf jeden Fall cooles Teil. Okay. Dann meinte er, hier, das habe ich auf dem Trödel gefunden. Und das ist richtig cool, definitiv richtig geil. Und zwar ist das Resident Evil 4 für die GameCube, die japanische Version. Und ja, auf jeden Fall Wahnsinn. Richtig cool. Ich weiß, da fehlt noch so ein Pappschuber drüber, aber das ist mir vollkommen Wumpe. Das kommt auch so in die Vitrine. Ja, dann war da der Alex, heißt er, glaube ich. Alex Jäger nennt er sich, glaube ich. Auf YouTube auch. Und er meinte, hier, pass auf, ich habe auch noch ein paar Zeitschriften für dich. Und zwar hier ein paar alte PlayStation-Zeitschriften. Richtig cool. Und zwar, das ist offizielle PlayStation Magazin, genau so hieß die. Und sogar mit den Demos noch dabei, das ist richtig eine coole Geschichte hier.
hier noch. Und ja. Und noch Bestseller Games. Da werde ich auf jeden Fall reinschmökern. Dann war noch der Mivo da, der Michael. Und meinte so, ich habe auch noch was für dich. Und zwar habe ich das auf dem Trödel in den Niederlanden, hat er glaube ich gesagt, gefunden gehabt. Und also das ist auf jeden Fall ein richtiger Hammer, als ich das gesehen habe. Ich dachte, er will mir erstmal einen Bären aufpinnen, aber es war wirklich so. Und zwar hat er mir hier das Ding gegeben. Biohazard, das Orchesteralbum. Und das Ding ist noch neu. Das ist einfach der Hammer. Einfach nur der Hammer. Und er meinte, er hat da drei. Derjenige hatte da drei Stück von und er musste da wohl an mich denken. Resident Evil halt und Hammer, Hammer, cool. Ich will's hören, ich will's mir anhören, aber es ist wirklich noch neu. Ich werde es erstmal so lassen. Und ich denke mal, die Tracks gibt's auch irgendwie auf YouTube oder sowas. Ich werde es erstmal nicht öffnen. Nein, das meine ich nicht. Ja, allgemeines zur Börse diesmal war es wieder mal ziemlich voll. Aber ich hatte das Gefühl, dass es nicht so extrem voll war, wie es die letzten Male war. Ich habe keine Ahnung wieso. Aber es war trotz allem übertrieben voll, immer noch im Gegensatz zu Hamburg. Und ja, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man hat so seine Deals gemacht. Ich hatte da ein paar doppelte Sachen dabei und es hat einfach Spaß gemacht. Das hat so ein bisschen dieses, wofür so eine Retrobörse ursprünglich eigentlich gedacht ist, hatte ich heute das Gefühl wirklich. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja, so, ich würde sagen, das Video ist wahrscheinlich wieder viel zu lang geworden, weil ich nur am Labern bin, wie immer. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.